hat. Nämlich, also da müssen wir dann erstmal diese Bildfolge zu Ende machen, dann werdet ihr ja was ganz Verblüffendes in die Kamera gehalten kriegen, aber zunächst mal beschäftigen wir uns kurz mit diesem Bild. Wahrscheinlich wisst ihr, dass das von Edvard Munch ist. Edvard Munch hat das Thema, eigentlich heißt, hieß sein ursprünglicher Titel Das Geschrei. Aber was, weil es auf Norwegisch, ich kann es bestimmt nicht richtig aussprechen, Krieg heißt, ist es, oder das Krieg, das ist ja sehr lautmalerisch, das Wort, ist es dann eigentlich immer nur als der Schrei übersetzt worden. Und er hat dann seine vielen Varianten, also es gibt insgesamt 4 verschiedene Gemälde, Pastelle, Gouachen, bis hin zu dieser Lithografie, die wahrscheinlich der erste Entwurf war, 1895 entstanden, hat er das immer wieder variiert. Und es bringt etwas ganz Neues in die Kunstgeschichte, nämlich das eigene Gefühl. Einfach nur das eigene Gefühl. Die eigenen Gefühlswelten. Deswegen sagt man auch, dass Edvard Munch einer der ersten Expressionisten war. Also der zum Ausdruck bringt, was er fühlt. Weil er hat in Tagebucheintragungen hat er geschrieben, dass er eines Tages mit Freunden unten am Strand unterwegs war. Die Abendsonne hat den Himmel ganz blutrot gemacht. Und plötzlich hat ihn ein unglaubliches Angstgefühl übermannt. Und er hat das Gefühl gehabt, die ganze Natur schreit und drückt seine Angst, seine Einsamkeit, sein Verlassensein, sein irgendwie fremd in der Welt sein aus. Und das hat er dann immer wieder variiert. Und das ist zu einer unglaublichen Ikone geworden, dieses Bild. Weil dieser Mensch, der einsam auf dieser Brücke steht, umso einsamer, als da in der Ferne noch 2 Menschen zu sehen sind, die ihm den Rücken zuwenden. Der eine guckt so ein klein bisschen zurück, wie man sieht, aber die entfernen sich von ihm, die nehmen nicht Anteil an seiner Not, sondern die sind nicht da. Sie sind zwar da, aber sie sind doch nicht da. Und er nimmt beide Hände ans Gesicht und die Augen sind aufgerissen und der Mund ist aufgerissen. Die ganze Gestik, alles in diesem Bild ist alles ein einziger Schrei. Und man weiß von Munch sehr genau, mit welchen Ängsten und Nöten und inneren psychischen Problemen er sich sein Leben lang beschäftigt hat, auseinandersetzen musste. Er hat Tod erlebt, er hat schwere Krankheit erlebt, direkt hautnah in seiner Familie. Er war wahnsinnig eifersüchtig, er hat schreckliche Beziehungen erlebt, er hat sich von Frauen ausgebeutet gefühlt. Er hat Frauen unglaublich verehrt und angeschmachtet und er war unglaublich verliebt, aber es waren immer zerstörerische Liebschaften. Also er war eigentlich ein sehr unglücklicher Mensch. Und sehr viel vor Edvard Munch hätte sich kein Künstler getraut, einfach sein eigenes psychisches Unglück zum Thema seiner Bildwelten zu machen. Das ist ein neues Thema in der europäischen Malerei. Davor ist das Unglück in biblischen Szenarien zum Ausdruck gebracht worden. In der Renaissance hat man ganz viele neue Motive gehabt, ganz viele neue, da ging eine neue Welt auf, nämlich die antike Welt. Und diese Götter und Göttinnen und die Mythen, die die Griechen und die Römer erzählt haben, haben viel neuen Stoff gegeben, um Sinnlichkeit oder auch Angst oder alles Mögliche zum Ausdruck zu bringen. Aber es ging nicht um das Gefühl desjenigen, der es gemalt hat. Derjenige, der es gemalt hat, hat es gemalt, weil es ein Auftrag einer Kirche war, oder später dann auch ein Auftrag von einem reichen Kaufmann. Also das sind dann das ist das goldene Zeitalter, in dem Rembrandt dann gelebt hat, mit unglaublich vielen wohlhabenden Auftraggebern, die zum Beispiel auch ihren Reichtum zum Ausdruck bringen wollten oder ihre Gebildetheit zum Ausdruck bringen wollten und dadurch die Maler sehr genau instruiert haben, was da jetzt nun dargestellt werden sollte. Und die Maler haben das also dann praktisch immer nach genauen Aufträgen erfüllt. Aber erst im 19. Jahrhundert brechen beide diese Welten weg. Also sowohl die Kirche als auch die Adeligen,
als auch ein wirklich reiches Bürgertum ist nicht mehr wirklich so, wie es bis dahin war, derjenige, der ermöglicht, also die Institution, die ermöglicht, dass ein Künstler überhaupt eine Aufgabe hat und dass er von seiner Kunst leben kann, dass er jahrelang an so einem Auftrag sitzt, dass er da sehr viel Geld für kriegt und so weiter, sondern die Künstler müssen ihre eigene Marke werden. Sie müssen eine unnachahmliche eigene Handschrift entwickeln und sie müssen sich auf einem Kunstmarkt behaupten. Und das hat dann Edvard Munch zum Beispiel gekonnt, indem er ein Alleinstellungsmerkmal erworben hat, dass die Landschaften, die er gemalt hat und die Szenerien, die er gemalt hat, praktisch die Erweiterung seiner eigenen Emotionen wurden. All das kann man nur wissen, wenn man sich wirklich intensiv mit Kunstgeschichte beschäftigt. Vorher ist einem das gar nicht klar, dass es ein bestimmtes Alibi braucht, um eine nackte Frau darstellen zu können oder um zum Beispiel Angst darstellen zu können. Das Alibi davor war eben die Angst des heiligen Antonius von all diesen Dämonen, von seinem asketischen Weg, dieses nur nach Gott Strebens und sein Leben nur Jesus und Gott widmen zu wollen, abhalten wollen, diese Dämonen. Gucken wir uns noch